Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die friedliche Revolution 1989 und die deutsche Wiedervereinigung 1990 sind zwei herausragende historische Ereignisse, vermutlich die bedeutendsten der deutschen Nachkriegsgeschichte, und zugleich sind sie untrennbar miteinander verbunden. Das Ende des SED-Regimes brachte Millionen Menschen die politische Freiheit, es ermöglichte die Wiedervereinigung zweier Länder, aber auch unzähliger Familien. Auf der Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung rückt für viele die Annäherungspolitik der Regierung Brandt-Scheel und das politische Tauwetter der 1980er Jahre in den Fokus. Beides sind wichtige Schritte, doch es kam etwas anderes dazu. Es war der mutige Einsatz der Menschen in Ostdeutschland, die in den Monaten vor dem Mauerfall auf die Straße gingen, der ein unzweifelhaft morsches System zum Einsturz brachte und die friedliche Revolution ermöglichte. Und ich freue mich, dass wir dieses Engagement heute in unserem gemeinsamen Antrag mit breiter Mehrheit würdigen. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, wenige Tage bevor Schleswig-Holstein Gastgeber der Feierlichkeiten für den Tag der Deutschen Einheit sein darf, ist das ein starkes Signal. Wenn der Zug der Deutschen Einheit rollt, kommt es darauf an, dass möglichst niemand dabei unter die Räder kommt. Dieses Zitat von Willy Brandt ist aus einer Rede, die der Altkanzler im Juni 1990 im Deutschen Bundestag gehalten hat. Und es ist bedauerlicherweise sehr viel weniger bekannt als andere Zitate, denn hinter diesem Ausspruch steckt eine Befürchtung, von der sich zeigen sollte, dass sie gerechtfertigt war. 57% der Ostdeutschen urteilen heute, die DDR habe mehr gute als schlechte oder sogar überwiegend gute Seiten gehabt. In Anbetracht von Stasi, Mauertoten und politischer Unfreiheit muss einem das zu denken geben, weil es vor allem auch eine Aussage über die Vergleichsgröße, also die Jahre nach der Wiedervereinigung, darstellt. Für viele Menschen in den ostdeutschen Ländern stellt die Zeit nach 1990 eben keine glänzende Erfolgsgeschichte dar, sondern sie ist geprägt durch Brüche, Verunsicherung und Verluste. Für viele gingen nicht nur Jobs verloren, sondern auch Strukturen, die bei aller zutreffenden Kritik am System Halt und Sicherheit versprachen. Deutschland hat seit 30 Jahren die politische und wirtschaftliche Einheit, aber zu Recht hinterfragen viele, wie es um die soziale Einheit steht. Ostdeutsche verdienen weniger als ihre Kollegen im Westen, in Görlitz nur halb so viel wie in Ingolstadt. Sie haben eine geringere Tarifbindung, sie haben weniger Urlaubsanspruch. Und viele derjenigen, die ihren Job verloren haben, sind bis heute trotz langjähriger Arbeit von Altersarmut bedroht. Ein Problem, das sicherlich nicht nur auf Ostdeutschland beschränkt ist, aber dort besonders viele trifft. Gute Sozialpolitik, die das Land zusammenhält und zusammenführt, hilft allen Menschen in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ihre Auswirkungen sind in Ostdeutschland vermutlich noch einmal wichtiger als im Westen. Die Einführung des Mindestlohns war für viele Menschen in Ostdeutschland die bis dahin größte Gehaltserhöhung in ihrem Erwerbsleben. Und ebenso wird eine starke Grundrente, die den Namen wirklich verdient, vielen Sicherheit geben, die sie sich zu Recht Sorgen um die Altersarmut machen. Das sind Instrumente, wie wir sie brauchen, um 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die soziale Einheit wirklich werden zu lassen. Noch etwas scheint mir wichtig zu sein, nämlich der Respekt vor Lebensleistung. Niemand käme auf die Idee, einem Westdeutschen weniger Respekt für die Arbeit zu zollen, der in einem später insolvent gegangenen Betrieb verrichtet hat, diese Arbeit. Doch genau diese Erfahrung machen die Menschen mit DDR-Biografien immer wieder, wenn abschätzig über ihre Lebensleistung geurteilt wird. Und das machen sich übrigens die Rechtspopulisten zu Nutze mit dem, was sie dort machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die dann sogar mit Willy Brandt-Plakaten, die ihre Partei dort Wahlkampf macht, ist das unanständig, denn Willy Brandt stand exakt für das Gegenteil dessen, was sie hier vertreten. Deswegen brauchen wir überhaupt nichts von Ihnen zu diesem Thema. Sie sollten das Wort Freiheit nicht in den Mund nehmen und Grundrechte werden von Ihnen täglich missachtet. Deswegen machen wir das schon selbst hier mit den demokratischen Fraktionen im Landtag, was wir dazu zu sagen haben. Es gehört uns auch zur Ehrlichkeit festzustellen, dass manche Westdeutsche auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bestenfalls wohlwollendes Desinteresse für die ostdeutschen Bundesländer mitbringen. 98% der Ostdeutschen haben Westdeutschland besucht, aber jeder fünfte Westdeutsche war noch nie in Ostdeutschland. Umso wichtiger ist es, die Chancen der Begegnung und des Austausches zu nutzen. Das wünschen wir uns für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und wir freuen uns auch deswegen auf den 3. Oktober, weil wir vergleichsweise wenige Daten in unserer deutschen Geschichte haben, wo das, was nötig war und was gut war, auf friedliche Weise erreicht worden ist. Und dessen sollten wir uns ganz besonders bewusst sein. Es ist überhaupt gar kein Anlass für irgendwelche Hochnäsigkeit in irgendwelche Richtung, sondern ich glaube für Begegnung. Und viele, und das kann man ja hier auch in allen Parteien, allen demokratischen Parteien in diesem Hause sagen, haben ja auch daran mitgewirkt, mitzuhelfen, dass im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern manches nach vorne gekommen ist. Auch das ist etwas, dessen man sich, finde ich, mit Stolz und Freude erinnern darf. Und insofern will ich mich bei den Regierungsfraktionen auch dafür bedanken, dass wir zu einem gemeinsamen Antrag gekommen sind, der übrigens differenziert ist, der unsere Freude Ausdruck verleiht, der die Probleme beschreibt, die gelöst werden müssen und der von dem Respekt getragen ist für diejenigen, die das bewirkt haben. Das waren nämlich nicht wir, sondern das waren die Menschen, die teilweise unter hohem Risiko für ihr eigenes Leben diese friedliche Revolution in Gang gesetzt haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.